Wir sind in Asakusa und ja, heute ist es besonders voll hier, obwohl es am Freitag ist, obwohl eigentlich ja, Arbeitszeit ist. Es ist ja richtig voll, nicht nur von Touristen, sondern auch sehr viele Japaner. Hier gibt es eine Ritscha-Fahrt. Ist das nicht sehr chinesisch? Ach, guck mal, wie voll das ist, aber es sieht doch so geil aus. Leute, ich bin heute voll im Touristenmodus. Ich bin hier, aber ihr seht ja, wie geil das hier ist. So, das ist halt quasi die Straße zum Tempel mit tausend Ständen, die ich, wo ich gar nicht zukomme, die überhaupt anzuschauen, weil die einfach so viele sind. Weil hier gibt es einfach so Sachen, die ich gerne kaufen würde. So Leute, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt vor dem Tempel. Nicht irgendwie Angst haben, dass da bei der vielleicht eventuell ein Kreuz sein könnte mit so Haken dran. Ja, das ist ja ganz normal. Das ist ein ganz normales Symbol, die ja quasi später auch mal geklaut wird. Aber wir sind hier. Es ist echt nice. Wollen wir reingehen? Oh, das ist geil. Dann habe ich sogar. So, wir haben jetzt noch ein bisschen Quascheis geholt. Ja, das ist wirklich gequaschtes Eis mit Sirup drauf, Cola-Sirup. Und wir sind echt froh, dass wir jetzt hier angekommen sind, zu dem Zeitpunkt quasi, wo ja wirklich dieses Festival ja auch stattfindet. Das heißt quasi, überall sind Stände auf, wir werden auch diese typischen Oktopus-Bällchen, werden wir nachher auch nochmal kaufen. Kostet auch so 5 Euro, ist nicht gerade wenig, aber hey. Aber dieser Tempelanlage ist so richtig geil. Die müsst ihr euch mal angucken, wie riesig die ist. Da hinten ist auch nochmal ein riesiges Ding. Sieht man vielleicht im Weitwinkel jetzt nicht, aber nachher gehen wir noch ein bisschen näher ran. Und hier, allein dieses Gate, das ist nur ein Tor, Leute. Das ist just a Tor. Das ist das Rosomon Gate oder so. So. Ja. Und ich gönne jetzt mein Eis. Ich gönne mir jetzt mein Eis. So Leute, ich zeige euch mal, wie krass ich im Tourismusmodus bin. Seht ihr die Kamera neben mir? Die läuft. Und ich mache jetzt noch ein Foto. Mega Tourismusfoto. Die Schwierigkeit bei der gesamten Sache besteht darin, dass ich zu viel will. Ich will irgendwie alles fotografieren, weil ich halt auch Fotograf bin. Ich will gerne alles fotografieren, gleichzeitig will ich auch alles filmen, alles dokumentieren für euch. Gleichzeitig muss ich auf den Akku achten und auf den Speicherkartenplatz, der nicht besonders groß ist. Und ich muss auf Marcel achten. Ich will nicht, dass der Marcel gelangweilt alleine irgendwas macht. Ja, und ich hier die ganze Zeit mal Fotos machen oder so. Was würdest du denn da schon wieder? Nudeln. Sogar Geist jetzt.
So, Marcel ist nochmal auf Toilette. Ich bin schon ein bisschen überwältigt hier, was hier an Masken rumläuft. Marcel ist gerade ziemlich im Arsch, weil der, weil die Sonne ihn jetzt übelst, also das ist auch ziemlich warm momentan. Wir trinken auch ganz viel. Wir haben gerade diesen Umzug gesehen, aber leider nur von hinten. Und wir haben versucht aufzuholen, dann müssten wir irgendwie durch Seitengassen laufen, damit wir die irgendwie einholen können. Ich hätte es tatsächlich getan, um die Aufnahmen zu machen, aber Marcel scheint es wirklich nicht ganz so gut zu gehen. Wir haben uns ja jetzt alles angeschaut und ihr habt ein paar Aufnahmen von mir gesehen. Wir werden jetzt nochmal zurückfahren ins Hotel, was ein relativ weiter Weg ist. Wir haben es jetzt gerade mal, ich habe keine Ahnung, um zwei vielleicht. Das heißt, wir haben dann noch den halben Tag Zeit. Das heißt, wir gehen ins Hotel. Da kommt wieder gerade eine riesige Klasse. Ich muss sie euch mal kurz zeigen. Naja gut, auf jeden Fall ins Hotel. Dann mal gucken, ob ich den Akku noch ein bisschen aufladen kann. Und dann würde ich sogar tatsächlich gerne noch mal losmachen. Akihabara brauchen wir nicht, da sind wir morgen. Das heißt, ich würde gerne mal nach Shibuya oder nach Shinjuku irgendwie da mal gucken. Vielleicht kann man ja dann auch abends noch was aufnehmen. Aber was ich gerade echt ein bisschen schwierig finde, ist die Tatsache, dass ich auch fotografieren möchte. Ich möchte gerne fotografieren, aber ich komme nicht dazu. Ich muss filmen und gleichzeitig fotografieren. Das klappt nicht so gut. Ich habe es irgendwie versucht, aber wahrscheinlich werde ich die Kamera zu Hause lassen. Oder ich nehme sie mit für besondere Fotos. Ich habe keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Aber ich finde es ganz gut, und wie gesagt, Marcel ist auf dem Balkon, da kann ich gerade ein bisschen labern. Aber ich bin echt überwältigt. Und Leute, alles, was ihr gesehen habt, das ist am Freitag Mittag rum. Also so ne, früh Mittag rum. Und stellt euch mal vor, was hier am Wochenende, was hier morgen und übermorgen los sein wird. Richtig viele Leute werden hier sein. Ich bin irgendwie ganz froh, dass wir da nicht hier sind. Also da ist das Spektakel auch ein bisschen größer. Da werden irgendwie 60 Festwagen durch die Gegend getragen und wird schon ziemlich krass. Aber das ist das ganze Viertel hier involviert. Wir haben auch morgen sind wir leider, also ich denke nicht, dass Marcel da nochmal hierher möchte. Marcel kommt gerade wieder, sehr schön, dann werden wir jetzt uns wieder auf den Weg machen. Konbanwa, Minasan. Wir sind wieder mal unterwegs, aber in der Stadt. Wir haben jetzt echt eine längere Pause gemacht von dem Tempelaufenthalt bis jetzt. Sind, keine Ahnung, 3-4 Stunden vergangen, ich weiß es nicht. Wir haben eigentlich so ein bisschen erholt. Jetzt sind wir wieder unterwegs, wollen eigentlich mal zur Station. Wollten mal einen anderen Weg nehmen und jetzt sind wir mitten im Irgendwo. Jetzt sieht aus wie ein ganz ruhiges Wohngegend hier, eine ganz ruhige Wohngegend, wo einfach kein Schwein ist. Und wir kommen einfach nicht nach links, Mann, wir müssen nach da. Ja, geil. Jetzt ist die Frage, was wir weiter nach links, geradeaus, bis wir irgendwo nach links kommen können. Und dann finden wir schon irgendwo was. Nice. Ach ja, genau. Wir waren vorher noch einkaufen in so einem Supermarktladen. Ja, sah halt billiger aus als Aldi. Und da habe ich mir so einen richtig schönen leckeren Kiwisaft gekauft. Und nach dem ersten Stück ist mir aufgefallen, Moment mal, das schmeckt irgendwie nach Alkohol. Und dann guckst du so drauf, da ist in so einer kleinen Dose 10% drin. Und ich denke so, was zur Hölle? Er wird gleich weggeschmissen. Natürlich hat der gute Marcel, oh, wir haben 7-Eleven gefunden. Wir müssen jetzt demnächst mal Geld abheben, wenn wir mal welches brauchen. Wir sind ja nicht so verschwenderisch, außer dafür, dass ich 10% leckeren Kiwisaft wegschmeiße. Aber ansonsten klappt ja alles. Ansonsten klappt alles. Ja, man sieht mich nicht, aber Leute, hier ist ein riesiger Wal. Das ist ein Blauwal. Ich gehe mal davon aus, dass der echt lebensgroß hingeballt wurde. Alter, wie riesig der ist.
guckt euch das mal an. Ich meine, ich weiß, man sieht es leider nicht einfach. Es wird nicht angeschieden. Warum wird das nicht angeschieden? Hauptsache, die Treppen sind angeschieden. Man sieht es kaum, aber das Ding ist riesig. Wir sind jetzt in Shibuya und wir sind jetzt ein bisschen abseits tatsächlich von der Hauptstraße, sage ich mal. Alter, was ist hier los? Damit ich mit euch reden kann. Wir waren tatsächlich auf der berühmten Kreuzung, ja. War sehr interessant und sehr impulsant vor allem. Vor allem, wir sind auch genau zur richtigen Zeit gekommen. Also schöne Lampen und halt auch wirklich viele Leute, weil Freitagabend, da geht wahrscheinlich hier einiges. Und ja, ein Haufen Clubs sind hier. Wir waren mal kurz beim Burger King. Ja. Und ja, aber gibt es auch Burger King, McDonalds, gibt es da irgendwie wirklich auch alles. Und halt auch einige kleinere Sachen. Zum Beispiel Steakhouse, sehr lecker. Da gibt es bestimmt sehr leckeres, ja, Fleisch. Kobe kann sein, es gibt noch ein anderes. Es gibt tatsächlich noch ein anderes Getier, was auch sehr teuer sein soll. Also auch Rind, aber ich weiß noch nicht genau welches.
Leute, ich liebe Japan. Ich liebe dieses Land. Ich habe im Arcade-Automat, ja, in diesem komischen Mech-Spiel, habe ich meine Kamera vergessen. Ich habe die da liegen lassen und wir sind wahrscheinlich eine halbe Stunde noch rumgelaufen, bis mir das dann aufgefallen ist. Ja? Ich gehe hin, Kamera ist weg. Ich frage das Personal und die so, Kamera, Nikon? Ich so, hi. Und dann geht die zu so einem Schrank und holt die raus. Oh, also, es ist unglaublich, Leute. Wenn die Leute hier was finden, dann geben die das echt ab. Ist das krass oder ist das krass? Echt nice, Mann. Echt nice.